Hast du überhaupt gelernt im Frontside Noslide? Weißt du, wie das geht? Ich erkläre dir jetzt, wie der geht. Und zwar, wenn du anfährst, darfst du nicht zu weit und nicht zu nah an der Range. Weil wenn du zu nah drauf springst, dann landest du im Frontboard. Wenn du zu weit springst und zu weit aus, dann kommst du mal auf und dann fällst du runter. Da kann sein, dass du dir irgendwelche Wirbel brichst, weil du dann so vielleicht aufkommst. Das ist mir schon mal passiert. Und also der fühlt sich, der ist extrem einfach, auch wenn Leute sagen, der ist voll schwer. Der fühlt sich genauso an wie ein Frontboard. Man springt einfach hoch, macht den diesen Grad ungefähr, macht einen langsamen 180, kommt auf, immer schön drückt auf die Nose. Und dann, wenn man am Ende der Rail ist, dann drehst du den schön mit dem 180 raus und fährst safe weiter. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Ja, das Einfachste. Ich finde es einfach an der King Ramp, weil man da nicht mit dem Fuß irgendwie so am Körper hängen bleiben kann. Das passiert immer am Körper. Nur das ist eigentlich Geschmackssache, wie man das macht.